Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein heutiger Interviewgast ist gebürtiger Hamburger. Er promovierte in der Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich in Forschung und Lehre, sodass er zum Professor berufen wurde. Als Top-Experte für nachhaltige Führung wird er von den Unternehmen aus den verschiedensten Branchen als internationaler Speaker, Moderator, Trainer, Coach und Mentor hochgeschätzt. Und was mich besonders freut, ist sein Engagement in sozialen Projekten. Herzlich willkommen in der Show, Professor Dr. Nils Brabant. Hallo. Nils, damit ich unsere Zuhörer noch ein wenig besser kennenlernen können, stell dich doch vielleicht selbst noch mal kurz vor. Erzähl uns ein bisschen was über dich privat und was genau dein Business ist. Ja, ganz kurz zu mir, Nils Brabant, mein Name. Ich komme nicht seit Beginn meines Lebens aus dem Bereich Training, denn da ist mein Business angesiedelt. Meine Familie hat eine lange Beamtentradition, also habe ich auch das erstmal nach meinem Abitur eingeschlagen, habe also dann Lehramtsstudium eben begonnen, merkte ab dem dritten Semester, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, also völlig egal, was ich im Leben machen werde, Staatsdienst und ich werden keine Freunde miteinander. Ja. Vor allen Dingen das Grundprinzip, ob man sich einen Arm und ein Bein ausreißt oder ob man pünktlich kommt, pünktlich geht, das wurde also mehr oder weniger gleich behandelt. Da habe ich gesagt, das ist nicht so ganz meins. Bin in die freie Wirtschaft gegangen, habe zuerst für ein Pharmaunternehmen gearbeitet, berufsbegleitend BWL studiert, da habe ich auch promoviert. Und da ging es auch los mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten die Aufgabe, Ärztezentren aufzubauen, Ärzte ausfordern und weiterzubilden. Nicht nur fachlich, sondern eben auch im Bereich Führung, Praxisführung, Kommunikation zu Kunden, Vertrieb, Marketing und so weiter. Also alles, was nicht in der klassischen Ärztefortbildung eben vorkommt. Das heißt, das habe ich mehrere Jahre gemacht, war in Deutschland, Großbritannien, war in den USA. Immer nebenbei als freier Trainer gearbeitet, das wurde ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und irgendwann stand man halt vor der Wahl, wo man sagt, also selbstständig machen oder Konzernkarriere, habe mich dann entschieden, keine Konzernkarriere zu machen und bin jetzt selbstständig seit 18 Jahren mittlerweile. Hauptstandorte von meinen Firmen sind Berlin, London, Dublin und New York City. Wir sind tätig im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Wenn ich das nicht gerade mache, du hattest es bereits erwähnt, bin ich in sozialen Projekten tätig, unter anderem für Jugendliche mit schwerem oder keinem Bildungszugang, vor allen Dingen mit Jugendlichen auch, die aus sogenannten schwierigen sozialen Hintergründen kommen. Es ist gerade hier jetzt, wo ich wohne, in London relativ spannend, weil hier ein völlig anderes System von sozialer Arbeit existiert als in Deutschland zum Beispiel. Also es ist wesentlich weniger umfangreich hier, viel mehr basierend auf Charities und freiwilligen Engagements. Und ansonsten, was mein größtes Hobby war, ich war lange Jahre Schiedsrichter. Und Schiedsrichterassistent eben auch bis in die höheren Ligen. Von daher, das mache ich mittlerweile noch so ein bisschen, bin als Beobachter tätig. Also ich darf dann Schiedsrichter coachen und beurteilen, wenn ich es mal mache. Dann ist meine Woche aber auch irgendwann voll. Das ist ganz cool. Also vom Business her ganz klassisch, Training, Speaking, Coaching im Bereich der nachhaltigen Führung. Das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Schön, stark. Ich starte mein Interview immer mit einem Zitat meines Interviewgastes. Gibt es so ein Erfolgsmantra, einen Satz in deinem Leben, der dich schon länger begleitet? Ja, das war ein Zitat von meiner damaligen Englischlehrerin, die halt gesagt hat, there's always something to improve. Auf Deutsch würde man sowas sagen wie, es gibt immer etwas, das man verbessern kann. Und das ist so eine Sache, die mich seitdem auch begleitet hat, dass man gerade, wenn man eben nicht irgendwann diesen Moment haben möchte, dass man plötzlich merkt, dass man den Markt verpasst hat, dem Markt hinterherlaufen muss, dass man einfach weiß, völlig egal, wie gut es läuft, man muss halt immer schauen, was ist das Nächste, woran man optimieren kann. Und optimieren heißt halt nicht immer, wie schafft man das Gleiche mit weniger Leuten oder mit weniger Ressourcen oder. Es geht vor allen Dingen, wie man eben die Qualität konstant auf sehr hohem Niveau hält. Denn also was in der Fortbildungsbranche nicht passiert, ist, dass man halt sagt, jetzt kommt das Geschäft von selbst und jetzt muss ich mich nur noch zurücklehnen und meine Standardseminare runterfeiern. Also dieser Qualitätsorientierungsgedanke, das ist meiner Ansicht nach was wenig gelebt wird, oft behauptet wird, aber im Endeffekt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist. Ja. Jetzt haben wir schon gehört, dass du seit Jahren auch schon dabei bist. Gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du es mal so richtig schwer hattest oder so ein Misserfolg? Und wenn ja, wie hast du dich da rausgebracht?
Ja, man macht ja so einige Irrwege und ich weiß noch damals, ich hatte unter anderem auch mal Anteile, also man macht dann ja verschiedene Dinge um meine Firma, das klappte so schon ganz, ganz gut, zumal man ja den Vorteil hat, ein Fortbildungsunternehmen, wenn es gut aufgestellt ist, ist ein klassischer Fall in der BWL, sagt man immer High Value, Low Resource, also hoher Wert, aber gering an Ressourcen, man braucht also keine riesigen Gebäude, man braucht keine Werkzeuge in dem Sinne, die physisch irgendwo hergestellt werden müssen, das war weniger das Problem. Das Problem sind mehr so die Irrwege, die man halt mitnimmt. Also ich habe unter anderem mal Anteile gehalten an einer Computerschule von einem amerikanischen Franchise-Unternehmen. Das habe ich mit einem Partner gemacht, wo wir am Ende nachher vor Gericht gelandet sind, weil meiner Ansicht nach er die Mitarbeiter vergrault hat. Er dann wiederum sagte, ich kann nicht aussteigen oder ich sollte nicht aussteigen und so weiter. Das sind schon Dinge, wo man auch im Bereich Führung einiges über sich und einiges über andere lernt. Und das war für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich würde unter keinen Umständen bei meiner Firma, die zu 100% Inhaber geführt ist, irgendjemand anderem nochmal Anteile von dieser Firma abgeben. Denn das hat auch Lars Hinrichsen mal gesagt, der Gründer von Xing. Der hat auch mal gesagt, am Ende kann in der Firma nur einer Chef sein. Und genauso ist es auch. Und das habe ich auf dem eher harten Weg gelernt. Ich würde auch gerne nochmal an diesen Punkt zurück, auf deinem Lebensweg, was für dich so der Moment war, wo du eine Entscheidung getroffen hast, nämlich der Entscheidung gegen den klassischen, bequemeren vielleicht auch Karriereweg, hin wirklich, dein Ding zu machen, also dich zu verwirklichen, das zu tun, worauf du Lust hast. Ja, das ist keine einfache Entscheidung, zumal man meistens ja auch von irgendetwas, was man sich lange vorgenommen hat, plötzlich weg, einen ganz bewussten Schritt wegmachen muss. Und der Punkt ist halt, und das sehe ich halt immer wieder, also mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin hier nach London gezogen, jetzt vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, und zuerst wohne ich in Kensington, jetzt wohne ich in Canary Wharf, und wenn man morgens hier in der Rush Hour die Leute in der Tube City auf dem Weg zur Arbeit sind, dann sieht man genau, was mit Menschen passiert, die sich nicht dafür mal entschieden haben, das zu machen, was sie eigentlich wollen. Die Leute sitzen da mit der Faust im Gesicht, weil sich, glaube ich, jeden Morgen denken, bringen wir es bloß endlich hinter uns. Die Frage ist, ob man gerade in der heutigen Zeit noch das mit sich machen lassen möchte. Und ich glaube auch einfach durch die psychische Belastung und durch die Belastung im Arbeitsalltag kann heute keiner mehr 30, 35 oder 40 Jahre eine Tätigkeit machen, die einem keinen Spaß macht oder noch schlimmer, in der man keinen höheren Sinn sieht oder überhaupt gar keinen Sinn sieht. Also sollte jemand sich mit diesem Gedanken tragen, etwas anderes zu machen, gibt es einen Grundsatz, und dieser Grundsatz ist relativ simpel. Es ist immer besser, etwas zu versuchen und damit gescheitert zu sein, als lebenslang sagen zu müssen, was wäre gewesen, wenn. Denn dieses Was wäre gewesen, wenn, das verfolgt einen bis ans Ende aller Tage und das macht es noch schwieriger. Also man muss schon, wenn man jetzt sagt, man möchte was anderes machen, sich gegen Widerstände durchsetzen, die immens sind. Also man muss auch, gerade wenn man sich selbstständig macht, meistens, und Leute haben keinen größeren Sinn dafür. Also man kommt jetzt vielleicht nicht aus einem Freundeskreis von Selbstständigen. Ich kam aus einer Beamtenfamilie. Alle, die ich kannte, waren irgendwo in dem Kreis auch tätig. Wenn man dann sagt, man macht sich selbstständig, kriegt man ein Horrorszenario nach dem nächsten vorgezeigt, und die Leute sagen halt alle immer, es wird nicht funktionieren. Es gibt Fortbildungsinstitute. Warum sollen sie dich nehmen? Es ist zu risikoreich. Was ist mit der Altersvorsorge? Das ist doch alles sicher. Bei dem anderen wirst du die nächsten 40 Jahre, was deine Tätigkeit ist. Ja, genau das war ja das Problem. So, also man muss da wirklich ganz bewusst einen Schritt wegmachen und sich über große Widerstände auch wirklich ganz bewusst hinwegsetzen. Ja, sehe ich genauso. Die Frage ist, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Was ist so deine Prognose für die nächsten 15 Jahre? Meinst du jetzt bezogen auf mein Geschäft oder bezogen auf generell Selbstständigkeiten? Ja, generell vielleicht auch, wenn ich mal an das Management oder auch an die Unternehmensführung denke, werden wir in Zukunft weiter Angestellte haben oder werden wir agile Projektteams haben? Wie wird sich vielleicht so generell der Arbeitsmarkt shiften? Also der Harvard Business Manager hat, glaube ich, zum ersten Mal vor 4, 5 Jahren schon mal gesagt, in dem Artikel, dass sich der Autor von dem Fachartikel, den ich damals da gelesen habe, sich eigentlich fragt, warum einige Führungskräfte immer noch in die Anstellung gehen. Es hat dann teilweise wirklich formaljuristische oder irgendwelche Haftungsgründe, aber die Anzahl der Selbstständigen in den Teams, die Anzahl der externen Beratungspersonen, auch die Anzahl von Interimsmanagementpersonen etc. steigt ja jedes Jahr, und das wird meiner Ansicht nach auch weiter zunehmen, denn die Leute brauchen im Endeffekt nicht mehr Personen, die sagen, ja, ich komme um Uhrzeit X und ich gehe um Uhrzeit Y, und in der Zeit bin ich halt verfügbar und mache da irgendwas,
also ein Stamm von diesen Menschen wird es mit Sicherheit noch geben, aber gerade auf entscheidender Ebene werden immer mehr Leute sein, die einfach für ganz gewisse spezifische Projekte auch wirklich rangeholt werden, um genau eine Tätigkeit zu machen und dann eben auch nur für dieses Mandat tätig zu sein und danach dann für eine andere Firma, für einen anderen Markt, für eine andere Branche vielleicht zu arbeiten. Also meiner Ansicht nach wird sich das deutlich flexibilisieren. Ja. Ist ja auch für ein Unternehmen viel besser. Also ist vielleicht jetzt nicht die kalkulierbare Sicherheit, ne, dass ich wirklich sage, das sind meine Angestellten und das ist vielleicht mein Personalkostenapparat, aber man hat viel mehr Agilität als Folge. Ne? Ja, ja, exakt. Zumal man ja auch einfach weiß, dass Leute, die natürlich jetzt erstmal dieses eine Mandat haben, sehen wir es realistisch, wenn ich bei einem deutschen Konzern bin, in einer typischen Struktur mit den typischen Betriebsvereinbarungen, wenn ich länger als 10 Jahre da bin, ist im Endeffekt ein beamtenähnlicher Zustand sowieso erreicht, weil alleine formaljuristisch Leute loszuwerden, ist dann so teuer oder fast gar nicht mehr möglich, dass die Leute auch nicht mehr den Druck haben, dass sie jetzt sagen müssen, ich muss die Innovationskurve oben halten. Wenn ich mir Leute für bestimmte Mandate hole, wo ich sage, der ist jetzt oder der oder diesen 6 Monate da und danach schauen wir mal weiter, da haben Leute eine andere innere Motivation, dort auch Wertbeitrag zu leisten. Und das ist etwas, worauf immer mehr Firmen auch achten werden. Ja, ja. Jetzt ist ja unser Thema nachhaltige Führung ist situativ und motivorientiert. Was genau verstehst du darunter? Ja, situativ ist, also es gibt ja eine steigende Anzahl von Büchern, die ungefähr alle gleich lauten. Die Bücher heißen immer X Schritte zur besseren Führungskraft, Y Schritte zur nachhaltigeren Führungskraft. Es ist immer eine gewisse Schrittanzahl zu einer gewissen Tätigkeit, also X Schritte zu Y. Da kann man eine beliebige Zahl größer 7 einsetzen, weil sonst verkauft man nicht. Und da unten kann man quasi jedes Thema setzen. 15 Schritte zum besseren Verkäufer, 47 Schritte zu mehr Resilienz oder ganz modern irgendwie 11 Schritte für mehr Achtsamkeit im Managementalltag. Das ist an Niveau nach unten her fast nicht mehr zu toppen. Situative Führung heißt, dass ich in jeder Rollensituation neu beurteilen muss, wie ich jetzt reagiere. Es gibt keine Checklistenführung. Sollte irgendjemand heute noch sagen, in der Situation machen Sie 1, 2, 3, 4, 5 und dann klappt das, dann ist das weder wissenschaftlich haltbar und schon gar nicht praktisch haltbar. Es verkauft sich nur deswegen gut, weil Leute halt gerne simple Lösungen haben möchten. Das Problem ist, in komplexen Systemen sind einfach simple Lösungen nicht das, was hilft. Und deswegen ist es extrem entscheidend, dass die Leute merken, eine situative Führung basiert darauf, dass ich mein Rollenverständnis in jeder einzelnen Situation neu beurteilen muss. Und motivorientiert ist relativ simpel. Ich kann heute einfach nicht mehr sagen, hier ist das Angebot meiner Unternehmung und daraufhin springen die Leute einfach reihenweise auf den Arbeitsmarkt und sagen, ich. Es gibt einfach Dinge, die heute nicht mehr gemacht werden. Also wenn ich sehe, wenn wir jetzt an der Universität unsere typischen Jobfairs haben, also unsere Job-Expo, also die Ausstellung, wo Arbeitgeber sich präsentieren können. Früher bei den großen Unternehmensberatungen oder bei den ganz großen Rechtsanwaltskanzleien, wo bekannt war, dass 80 Stunden plus die Woche gearbeitet wird, früher standen da Leute Schlange. Heute sagen halt Leute, ich würde schon gerne für Sie arbeiten, dann machen wir doch Folgendes, halbes Gehalt, dafür geregelte Arbeitszeiten. Und diese Arbeitgeber stehen vor dem Rätsel, wie sie es abbilden können. Also Leute haben einfach das Motiv, dass die eigene innere Motivation über der Tätigkeit Arbeit als Selbstzweck steht. Und das müssen Unternehmungen einfach sehen. Wenn ich heute nicht sage, was treibt meine Leute wirklich an, also wir verwenden da in der Wissenschaft das Wort innere Mission. Das ist nichts Religiöses, nichts Spirituelles, kann es sein, muss es aber nicht. Wer die innere Mission von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht versteht, kann als Arbeitgeber keine Bindung mehr erzeugen. Und das ist etwas, was viele heute noch nicht ganz verstanden haben oder immer noch so ein bisschen in alten Management-Tagen irgendwo hängen, wo dann typische Sprüche kommen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so weiter. Also ist alles richtig, keine Frage, nur mit Sprücheklopfen von 1975 kommt eben keiner weiter. Und deswegen ist wichtig, dass die Leute verstehen, was ist das, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich antreibt, überhaupt hier hinzukommen. Und das ist selten die Arbeit selbst. Das ist oftmals Motive wie Familie, oftmals Motive wie Selbsterfüllung, oftmals Motive wie Sinnfindung oder Sinnausübung. Also es sind 100 Dinge, aber es ist nicht dieses typische Arbeit ist halt Arbeit und ich gehe halt gerne hin, weil es erwartet wird. Da müssen Unternehmen heute deutlich umdenken. Ja. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn du nach Positionierung, Mission, Vision fragst, dann kriegst du je nach Mitarbeiteranzahl entsprechende Aussagen, die sich einfach unterscheiden. Hast du einen Tipp für Unternehmer oder auch verantwortliche Manager, die
die die Akzeptanz schaffen müssen bei den Mitarbeitern und Kollegen? Also wie sie im Grunde an eine einheitliche Vision glauben oder einer einheitlichen Mission folgen? Also wichtig ist halt immer, man muss sich bei diesem ganzen Thema Mission, Vision und so weiter jenseits vom Marketing-Sprecher irgendwo bewegen. Wenn ich irgendeiner Firma sage, was ist ihre Mission, dann kriege ich immer dieselben 10 Statements. Nachhaltig, beste Lösung für den Kunden liefern, bla bla bla. Ist immer das Gleiche, nichts davon wird gelebt. So, das heißt, die Leute müssen von Anfang an sich mit ihren Leuten zusammensetzen. Das heißt also auch mit eben, die normalerweise nicht in einem Meetingraum sitzen, mal ausloten, was ist das, was euch eigentlich ultimativ antreibt. Es gibt ja einen Grund, warum inhabergeführte Firmen teilweise, also mal so ein Beispiel, einer unserer Kunden ist ein Baukonzern, das ist Ludwig Freitag, die sitzen in Oldenburg, da ist ein Mitarbeiter verabschiedet worden mit 67, der hat mit 14 dort angefangen zu arbeiten. So, das hat man ja heute quasi kaum noch. Die Frage ist, warum solche inhabergeführten Firmen einfach einen extrem niedrigen Employee Turnover, also eine extrem niedrige Mitarbeiterfluktuation haben, während andere Firmen, die eigentlich attraktive Pakete schnüren, doch damit zu kämpfen haben, dass plötzlich Leute sagen, weniger Sicherheit ist völlig in Ordnung, ich gehe hier trotzdem. Ich muss halt einfach verstehen, was ist das, was meine Leute hier antreibt, warum wir das Ganze hier machen? Und das ist nichts, was die Marketingabteilung festlegt. Das ist auch nichts, was irgendwie eine Person im Vorstand festlegt. Das ist das, was die Leute selber festlegen. Und wenn ich da feststelle, dass das in die falsche Richtung geht, muss ich entweder andere Leute ranholen oder ich muss generell umdenken, wie ich mein Geschäftsmodell betreibe. Ja. Was sind so aus deiner Sicht die drei größten Fehler in der Führung? Das erste ist meiner Ansicht nach, dass die Leute bis heute verwechselt haben, was Zuständigkeit und Verantwortung ist. Also ein typisches Beispiel. Manager bekommt die Aufgabe, ein IT-System einzuführen. Wenn es klappt, lässt der Manager sich feiern, weil er alles toll gemacht hat. Wenn es nicht klappt, ist die IT schuld. So funktioniert es natürlich nicht. Wenn dann gesagt wird, ja, Administrator XY hat es falsch gemacht, naja, wer hat den denn ausgesucht? Die Führungskraft ja wohl offensichtlich. Also ganz klar heißt, Verantwortung ist nicht delegierbar. Hat eine Führungskraft eine Verantwortung, ist diese Verantwortung bis in letzter Konsequenz auch zu tragen. Und die ist in keiner Weise auf andere Menschen zu übertragen. Zuständigkeit heißt im Endeffekt nur, dass ich jetzt sage, eine Aufgabe kann ich oder möchte ich selber nicht machen. Ich gebe einer anderen Person dafür die Zuständigkeit, was in keiner Weise heißt, dass ich die Verantwortung abgeben kann. Das zweite ist, dass die Leute nicht mit Druck umgehen können. Die meisten multiplizieren Druck. Also mal ein simples Beispiel. Wenn ich in größere Konzerne komme und Menschen bekommen Vertriebsziele, dann wird auf die nächstuntere Ebene immer ein höheres Vertriebsziel als notwendig weitergegeben. Immer getreu dem Motto, wenn ich ein bisschen was drauflege, wird schon was helfen. Und die Ebene darunter wird dann nochmal mit einem höheren Vertriebsziel an ihre Mitarbeiter weitergeben, die mit noch höheren Zielen an ihre Assistenzen und so weiter. Also das Multiplizieren von Druck führt genau zum Gegenteil von dem, was die Leute glauben. Die Leute glauben halt, wenn ich Druck aufbaue, wird schon irgendwie besser werden. Und das funktioniert so natürlich nicht. Wichtig ist natürlich auch, Druck ist durchaus erstmal per se nicht schlecht. Ganz ohne Druck tut sich eben auch nichts. Aber das muss ein humaner und zielorientierter Druck sein. Wir sprechen da immer von sogenannter selektiver Permeabilität. Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Biologie. Das sind Membranen, die nur gewisse Dinge durchlassen. Also wenn ich zum Beispiel Druck bekomme, weil ein gewisses Vertriebsziel erreicht werden muss, und Ziele werden ja am Jahresbeginn meistens festgelegt, Multiplikation von Druck wäre, wenn ich jetzt sage, so, hier ist deine Zahl, mach es irgendwie, Punkt. So wird es aber nicht funktionieren. Ich muss das jetzt so runterbrechen, dass jeder Mitarbeiter ganz konkrete Tätigkeiten daraus ableiten kann. Sei es die Anzahl der Kontakte zu Kunden pro Tag, sei es die Anzahl der erstellten Angebote pro Woche oder. Es muss immer spezifisch sein. Das heißt also, die Leute müssen halt wirklich wissen, wie breche ich Druck runter, ohne ihn zu multiplizieren. Und das dritte sprach ich bereits eben an. In den meisten Unternehmungen meiner Ansicht nach ist die innere Mission auf den Marketingplakaten immer ganz wichtig. Also unsere Mitarbeiter sind ja ach so wichtig. Da reicht nur, wenn ich einen Begriff anspreche, der irgendjemandem nicht ins Konzept passt und schon ist Alarm hoch 10. Also mal ein simples Beispiel. Bei wie vielen Unternehmungen ich immer noch sitze, die Homeoffice verteufeln bis zum geht nicht mehr. Und das Ganze hat natürlich nur einen einzigen Grund. Die sagen natürlich, ja, es geht mit unseren Prozessen nicht. Und das haben wir noch nie so gemacht. Der eigentliche Grund, warum gerade eine eher ältere Generation von Managerinnen und Managern Homeoffice nicht haben möchten, ist, weil man eigentlich, ohne es aussprechen zu wollen, den Leuten nicht traut, dass sie zu Hause wirklich arbeiten.
Außerdem sagt man, habe ich selber nicht gehabt und andere auch nicht haben. Und das ist einfach ein Ansatz, der ist einfach nicht zukunftsfähig. Wer heute glaubt, dass Leute nur zum Erledigen ihrer Tätigkeit pro Tag eine Stunde irgendwo hinfahren, eine Stunde irgendwo zurückfahren, nur damit sie Dinge erledigen, die sie auch von zu Hause aus erledigen könnten in derselben Qualität, der wird diese Leute verlieren. Und das sind sehr gute Leute. Und sehr gute Leute wissen, welche Optionen sie am Markt haben. Das sind meiner Ansicht nach so drei große Probleme, die bis heute meiner Ansicht nach immer nur rudimentär oder noch gar nicht gelöst worden sind. Ja, ja. Lass uns mal eine Situationsskizze erstellen. Wie würdest du dich strategisch der Herausforderung nähern, wenn du einen Machtmenschen hast an der Führungsspitze, der glaubt, alle Entscheidungen werden in seinem Sessel getroffen? Wie begegnest du der Situation? Wie willst du das Unternehmen beraten und neue Ideen oder neue Impulse geben? Also wichtig bei sowas ist, hier haben wir normalerweise einen Fall von typischen Mikromanagern. Also erstmal ist es generell nicht schlecht, wenn Leute in der Lage sind, mit Macht einigermaßen umzugehen, haben wir schon mal einen Vorteil. Leute, die sagen, Entscheidungen werden bei mir getroffen, treffen wenigstens Entscheidungen. Bei den meisten Großkonzernen wird mir genau das Gegenteil gesagt. Die Leute sagen halt, es wird überhaupt keine Entscheidung mehr getroffen, weil alle irgendwie nicht mehr haftbar gemacht werden möchten. Das heißt, jede winzigste Entscheidung wird hoch eskaliert, bis auf eine Ebene, wo dann irgendwann jemand sagt, das ist auf der Ebene überhaupt nicht mehr anzusiedeln, das sind simpelste untere Entscheidungen, der ist dann wieder runter eskaliert. Da haben wir Delegation und Rückdelegation. Also generell, wenn Leute schon mal in der Lage sind, Macht auszuüben, heißt das, die können Entscheidungen treffen. Das ist heute generell erstmal zu begrüßen. Den Leuten muss aber klar gemacht werden, dass sobald man versucht, in wenige Hände Macht zu zentralisieren, irgendwann immer der Faktor Willkür mit dazukommt. Denn irgendwann werden Entscheidungen getroffen, wo Leute nicht mehr nachvollziehen können, nicht mehr auf sich beziehen können, warum diese Entscheidung jetzt so getroffen wurde. Zumal Leute sich dabei auch nicht abgeholt fühlen, sich nicht eingebunden fühlen und damit automatisch, das ist völlig simpel, das Ziel nicht so verfolgen werden, weil es ja nicht ihr eigenes Ziel ist, sondern das ist ein Fremdziel, was einem vorgegeben wird. Also den Leuten muss klar sein, wenn man auf einer höheren Ebene ist, alles selber zu entscheiden, hat zwei Probleme. A, die Qualität wird nicht stimmen, weil Leute folgen diesem Ziel nicht. Und das zweite ist vor allen Dingen, es wird eine dermaßen hohe Aufgaben- und Kontrollfülle auf dieser Position zentralisiert werden, dass irgendwann die Leute bei ihrem Job einfach ausbrennen, weil die Anzahl der Tätigkeiten, die denen nachgehalten werden muss, überhaupt nicht mehr irgendwo nachgehalten werden kann. Und das sind Dinge, die man diesen Führungskräften dann sehr behutsam erstmal, aber in gleichermaßen eben auch deutlich klar machen muss. Ja, ich sehe da vor allen Dingen auch noch das Thema gefährliches Halbwissen ein Riesenproblem. Also wenn ich jetzt mal so an das Thema Digitalisierung denke, und nimm vielleicht ruhig auch mal eine ältere Generation, die sich mit dem Thema noch überhaupt oder sehr wenig auseinandergesetzt haben, dann haben wir das Problem, wie willst du so ein Change Management in dem Unternehmen hinkriegen, wenn die Entscheidung von jemandem getroffen werden, der sagt, Digitalisierung ist für mich, wir haben eine Website. Ja. Genau. Ja. Also dazu mal so ganz, ganz simpel. Ich habe selber jetzt mehrere Vorträge gehalten bei Banken zum Thema Digitalisierung. Es war ganz spannend. Bei einem Vortrag war es dann so, man wollte also präsentieren, wie ganz weit vorne die Bank im Bereich Digitalisierung ist. Als ich vor Ort angekommen bin, dachte ich, habe aber hier einen HDMI-Anschluss, war man nicht in der Lage, mit HDMI-Anschluss. Wir sind zum Thema Digitalisierung. Technisch auf dem Stand vom Mittelalter, aber den Leuten erzählen, wir sind ganz weit vorne mit dabei. Also das sind halt Dinge, die sieht man heute immer öfter. Bei Digitalisierung vorne mit dabei zu sein, halte ich für absolut zentral und wichtig. Nur wenn, dann muss es eben auch ehrlich sein. Keinem Unternehmen bricht ein Zacken aus der Krone, wenn Leute ganz offen sagen, wir haben hier noch was aufzuholen. Denn dann wissen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenigstens, dass da noch was zu tun ist. Ja, ja. Was bringt aus deiner Sicht Digitalisierung mit sich, um wirklich nachhaltig zu führen? Meiner Ansicht nach, Digitalisierung hat den großen Vorteil, dass wir ein bisschen wegkommen von dem reinen Doing von Tätigkeiten, die wiederholt manuell gemacht werden, damit immer eine Fehlerquelle haben. Wir haben hohes Maß an Automatisierung und wir haben hohes Maß an Individualisierung. Also Digitalisierung gibt mir die Möglichkeit, deutlich effektiver und effizienter Prozesse abzubilden. Deswegen ist auch wichtig, das muss man auch ganz klar sagen, weil einige Leute sagen halt immer, Digitalisierung wird Jobs kosten.
Und da muss man auch ganz klar sagen, das wird an vielen Stellen de facto der Fall sein. Dafür wird es an noch mehr Stellen eben auch Jobs kreieren. Es gibt genug Leute, die heute sagen, die erste Fremdsprache in der Schule sollte eine Programmiersprache sein. Das kann ich so einfach nur unterschreiben, denn im Bereich Digitalisierung wird sich immer mehr tun. Und wir sind jetzt mit Deutschland zwar ganz gut aufgestellt, aber jetzt auch nicht irrsinnig weit vorne, was das angeht. Tatsache ist, Digitalisierung in der Führung muss halt einfach auch heißen, dass ich es schaffe, mein Personal, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so weit zu qualifizieren, dass ich dem auch Herr werde. Also die reinen Standardtätigkeiten, die werden meiner Ansicht nach nicht zukunftsfähig sein. Die werden einfach irgendwann wegrationalisiert werden, weil dafür brauchen wir einfach heute niemanden mehr. Ja. Deine drei Tipps für Manager, Vorstände auch, sich dem Thema Digitalisierung zu nähern? Also wichtig ist erstmal, externe Expertise ist unabdingbar, sowas rein intern abzubilden, nicht möglich. Man braucht externe Expertise, hierbei auf jeden Fall prüfen, woher haben die Leute ihre Expertise, was können die dazu sagen. Also Tipp 1, ganz klar externe Beratung reinholen. Tipp Nummer 2, immer wenn etwas neu ist, haben wir in Deutschland diesen Ansatz, wo halt, es kommt normalerweise kommt immer die gleichen Sprüche. Also angefangen von, haben wir noch nie so gemacht, haben wir schon immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Drei gute deutsche Grundsätze, die mal über Bord werfen. Und immer wenn was Neues kommt im Bereich Digitalisierung, dann kommt es ja meistens leider nicht aus Europa. Also oft kommt es aus den verschiedensten Gründen aus den USA und es wird sofort abgetan mit, ist ein anderer Markt, trifft hier nicht zu. Wenn ich sehe, dass ich bis heute auch Personalmessen mit Unternehmern und Unternehmerinnen spreche, die mir sagen, wir haben uns beim Thema Social Media entschieden, nicht mitzumachen. Wenn ich solche Aussagen höre, da rollen sich ja mehr die Fußnägel auf, als ob irgendjemand fragen würde, ob man mitmachen müsste. Also entweder mache ich mit und kann es mitgestalten oder Leute reden und ich bekomme es nicht mit. Also die Frage, ob man etwas machen möchte, stellt sich überhaupt nicht. Also zweiter Tipp, es geht nur um das Wie, nicht um das Ob, denn die Frage Ob stellt sich überhaupt nicht. Und das dritte ist, und das ist eben auch wichtig für Managerinnen und Manager, wenn es um die IT-Abteilung geht, ich höre immer wieder den Satz, IT wird jedes Jahr teurer. Das ist auch korrekt, weil immer mehr Dienste auf der IT abgebildet werden. Die meisten Budgets für die IT sind im Verhältnis zum Wachstum der IT-Dienste hoffnungslos unterbudgetiert und vor allen Dingen bekommt die IT kein Gehör auf der richtigen Ebene. Absolut. Mal ein Beispiel von einer Organisation, die es richtig gemacht hat. Die Handelskammer in Hamburg war meines Wissens nach die erste Handelskammer, die den IT-Leiter als Mitglied der Geschäftsführung mitberufen hat. War einer von, ich glaube, 3, 4, 5 Leuten, die den Laden da geleitet haben. Das ist doch absolut wichtig. Man braucht in der IT, also erstmal brauche ich auf der Mitarbeiterseite Leute, die jenseits des Fachlichen denken können. Die müssen in der Lage sein zu verstehen, was macht die Organisation eigentlich und das abbilden können. Aber ich brauche auch einfach Leute in der IT, die eine Stimme haben auf sehr hoher Ebene in der Unternehmung. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Digitalisierung immer was Checklistenartiges, wo gesehen wird, Wettbewerb macht X, da müssen wir jetzt auch mal hinterherlaufen. Warum haben wir das noch nicht? Man muss der IT wirklich sehr proaktiv eine valide und reliable Stimme auf sehr hoher Ebene geben. Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist Come to Coach, the first mobile academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy. Und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ja, absolut, absolut. Und das hat nichts mit Delegieren zu tun. Also oftmals erlebe ich das, dass das Thema Digitalisierung ins Marketing plus IT delegiert wird, aber man sich mit diesem Prozess überhaupt nicht auseinandersetzt und man überhaupt kein Verständnis hat, was das Thema angeht. Ne? Exakt. Was auch noch ein Riesenaspekt ist, der mir auch immer wieder begegnet, ist das Thema Angst. Angst vor allen Dingen bei den Mitarbeitern. Hast du so ein paar Impulse, dass man
Zum einen, die Angst kann man selber natürlich nicht verhindern, aber wie verhindert man den Widerstand beziehungsweise letztendlich vielleicht sogar die Manipulation der Leute für solche Projekte im Unternehmen? Ja, wichtig ist, dass wenn dieser Change kommt, und eins ist ja nun mal klar, Change ist heute eigentlich der Standardzustand. Dieses typische Dienst nach Plan, alles ist jetzt wie es ist, das wird man heute nicht mehr erleben. Man muss den Leuten halt klar machen, dass Digitalisierung nicht Schlechtes ist, was morgen deren Job kostet, ganz im Gegenteil. Der Hauptpunkt dabei ist, warum Digitalisierung oft nicht angenommen wird, ist, es werden zu viele Changes gleichzeitig parallel gemacht. Also da wird ein ISO-Standard eingeführt, dann wird ein Prozessmodell eingeführt, dann wird Lean-Management eingeführt, Mini-Factoring eingeführt, dann wird irgendwie noch Kaizen eingeführt oder Business-Zen oder wie man es nennen möchte. Ja, und nebenbei machen wir auch nochmal Digitalisierung. So funktioniert es natürlich nicht. Also man muss dann schon wirklich ganz klar sagen, wenn man diesen Change hat, dann ist das ein sehr großes Projekt und dann müssen auch andere Changes mal hinten anstehen, dass die Leute sich mal auf etwas konzentrieren können. Wenn ich nichts anderes mache, als ständig den nächsten Change auszurufen, dann nehmen die Leute irgendwann das Ganze auch nicht mehr wahr und sagen halt, ich habe die letzten 20 Jahre hier überlebt, ich werde die nächsten 10 überleben. Ich sage einfach ja und guck, was passiert. Und deswegen ist wichtig, dass man hier wirklich einen Fokus setzt und andere Dinge mal hinten anstellt, damit Leute sich auf das Thema Digitalisierung auch mal fokussieren können. Ja, absolut. Eine ganz spannende Frage, beziehungsweise E-Mails, die mich immer wieder erreichen, sind so das Thema, hat jetzt weniger mit Führung, mehr mit Digitalisierung zu tun. Wie kann ich mich als Führungskraft vielleicht sogar weiterbilden oder orientieren, um mich auf das, was da kommt, vorzubereiten? Also auch dort an diesen E-Mails lese ich auch immer zwischen den Zeilen diese Angst, inwieweit man sich vielleicht für die Zukunft besser wappnen kann, besser fortbilden kann. Was würdest du tun, wenn du Führungskraft wärst? Wie würdest du diesen neuen Entwicklungen entgegengehen? Also ich würde mich mit dem Thema Innovation extrem beschäftigen. Und zwar Innovation nicht nur davon, was gibt es an Innovation, sondern vor allen Dingen, wie ist Innovation aufgebaut? Woher kommt Innovation? Welche Prozesse stecken dahinter? In welche Richtung gehen dann die Trends auch davon? Und das ist eine Sache, die man im Endeffekt dauerhaft macht. Das ist nicht, was ich einmalig mache. Was meiner Ansicht nach weniger bringt, ist, wenn Manager, die nie mit der IT in Berührung kamen, plötzlich irgendwelche sinnbefreiten IT-Kurse machen, in der Hoffnung, dass die große Erleuchtung kommt. Eins ist mal klar, Leute, die in der IT sitzen mit 20 Jahren Erfahrung, da werden sie mit dem Wochenendkurs nichts lernen, wo sie annähernd auf den Stand kommen, der ihnen dann hilft. Tatsache ist halt wirklich das Beschäftigen, das aktive Beschäftigen mit Innovation und den dahinter steckenden Strukturen ist meiner Ansicht nach der Schlüssel, das Ganze zu verstehen. Zumal dann auch Innovation einem die Angst davor nimmt, dass man sagt, oh, was kommt da jetzt? Man sieht das Ganze dann deutlich mehr als eine Entwicklungsmöglichkeit, weil man halt weiß, dass im Endeffekt jeder von diesen Changes dafür sorgt, dass man die Führungskraft und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr braucht und nicht weniger. Mhm. Ja. Wie wichtig ist aus deiner Sicht so ein digitaler Fußabdruck? Naja, heute kommt keiner mehr drum rum. Also erstmal, man hat sowieso einen, der Punkt ist, sowas muss gut gemanagt werden heute. Also Leute sind sich teilweise überhaupt nicht bewusst, mit wie wenig unbewusstem Aufwand man eine digital aufgebaute Marke wirklich ruinieren kann. Mhm. Und wenn ich heute immer noch sehe, wie stiefmütterlich Themen behandelt werden, wie Social Media etc., oder dann kommt Facebook Live. Wenn ich hier in London durch die Tube gehe, das ist hier der öffentliche Nahverkehr, Facebook Live wirkt oben, unten und seitwärts und Leute sagen halt, das hat überhaupt keine Relevanz für uns. Dazu mal nur ein simples Beispiel. Wir hatten hier ein Restaurant, das werde ich jetzt nicht nennen, weil die haben es genau falsch gemacht. Ein Restaurant hat jemanden an der Tür abgewiesen, weil er nicht Schlips und Krawatte getragen hat und man hat den dann auch so behandelt, weil man dachte, naja, was will das 21-jährige Bübchen mir schon anhaben, wir sind hier Luxusrestaurant. Naja, was der 21-Jährige gemacht hat, der war YouTuber, hat Facebook Live angeschmissen und innerhalb von 48 Stunden haben 30 Millionen Menschen gesehen, dass man bitte in das Restaurant nicht mehr gehen soll, weil Menschen hier nicht menschenwürdig behandelt werden. Daraufhin plötzlich 50% der Bestellungen wegbrechen. So Wahnsinn. Kann es eben gehen. Und damit muss ich lernen, umzugehen. Das klassische Modell, wo ich halt einteilen kann, ich sehe Leuten das Geld ein oder ich sehe Leuten nicht das Geld an, das ist der Dresscode, an den sich jeder halten muss oder auch nicht halten muss. Das ist eben nicht mehr so. Es ist halt wirklich so, dass wir völlig fluide, völlig variable Punkte haben, die nicht mehr so kontrollierbar sind, wie ich es halt früher hatte. Das ist ein bisschen beängstigend für einen, kann ich auch verstehen. Mhm. Die Tatsache ist, wenn ich einen digitalen Fußabdruck habe
muss das professionell gemanagt werden. Deswegen gibt es ja auch diese große Anzahl von Reputation-Management-Firmen mittlerweile. Also mal so ein Beispiel, Alan Stevens ist ja ein Experte aus London, mediacoach.co.uk ist seine Webseite, der hat einen Newsletter, der wird mittlerweile von 30.000, 40.000 Menschen jede Woche auch gelesen, wo er nichts anderes macht als Hilfe anbieten, also überhaupt keine Werbung zu verschicken. Deswegen sage ich auch jeder Führungskraft, tragt euch da ein, lese es wenigstens mal durch. Und das sind halt Dinge, die immer wichtiger werden, denn wer heute sagt, dass man einen digitalen Fußabdruck nicht managen soll, der hat die nächste Krise selber auf dem Gewissen. Ja. Verlinken wir natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Was ich auch noch ganz interessant finde, ich hatte letztens den Fall, Ende 50 Geschäftsführer, also ein Mann, Ende 50 Geschäftsführer, auf die Straße gesetzt durch eine Fusion. Und keine Sichtbarkeit, keine Öffentlichkeitsarbeit zu seiner Person, zu seinem Namen. Also er kann jetzt nicht ein Buch schreiben und von den Tantiemen leben. Ne? Was würdest du Führungspersönlichkeiten gerade im gehobenen Management vielleicht auch in dieser Altersklasse raten? Also es gibt heute Agenturen, das nennt sich heute Personal Branding. Also eins ist nun mal klar, heute braucht jeder ein Netzwerk. Und das Netzwerk braucht man vor allen Dingen dann, wenn es schief geht und man plötzlich einen neuen Job braucht. Die meisten Leute fangen an, Xing viel zu spät zu verwenden. Die meisten Leute fangen an, LinkedIn viel zu spät zu verwenden. Dann wird gesagt, Facebook brauche ich sowieso nicht, Twitter ist sowieso irrelevant und Instagram genauso wie Snapchat sind Dinge, die verwenden meine Kinder, kein erwachsener Mensch braucht das. Plötzlich, wenn man dann irgendwo in der realen Welt da draußen ist, merkt man, dass das Ganze ein bisschen anders läuft. Wenn man heute bei Wikipedia mal auf den Eintrag von Cloud geht, also Cloud, K-L-O-U-T. Cloud ist der Score, also die Zahl, die einem sagt, wie einflussreich ist man in der digitalen Welt. Und in den USA hatten wir jetzt den ersten Fall, wo ein Manager einen Job nicht bekommen hat und man hat sich aktiv für jemand anderen entschieden, basierend auf deren besseren Cloud-Scores. Weil man möchte natürlich auch Leute haben, die in der digitalen Welt dort ein Sprachrohr haben. Also wenn jetzt hier Leute zuhören, die wirklich von sich sagen können oder müssen, ich bin nicht auf Xing, ich bin nicht auf LinkedIn, ich bin nicht auf Facebook, ich bin nicht auf Twitter, dann kann ich nur dringend den Ratschlag geben, im deutschen Markt mit Xing anfangen, im internationalen Markt mit LinkedIn, direkt danach auf Facebook gehen, Netzwerk aufbauen, jeden, den man kennt, verlinken, Kontakt halten, Updates geben. Man muss da ja nichts Ultra-Privates bekannt geben. Nur eins ist auch klar, wenn ich mein Netzwerk anspreche, wenn es schiefgelaufen ist, dann ist es zu spät. Und das muss ich halt deutlich vorher managen. Also wir haben auch eine eigene Agentur, die sich um meine Personenmarke kümmert. Und das ist heute einfach unabdingbar. Wer heute keine Personenmarke mehr aufbaut, wird es in entscheidungstragenden Positionen in der Zukunft sehr schwierig sein, wird es sehr, sehr, sehr schwer haben. Ja, klares Statement. Super. Eine Frage, wie triffst du selbst Entscheidungen? Also wie näherst du dich der Entscheidung? Ist es so eher so ein Bauchgefühl? Bist du so der Ratio-Mensch, der die Vorteile und Nachteile abwägt? Also es hängt natürlich immer davon ab, wie ist die Tragweite von der Entscheidung. Was ich immer erstmal versuche, ist zu gucken, gibt es dazu wissenschaftlich irgendwas zu finden? Und heute aufgrund von diversen Quellen, wo Studien offen auch zu finden sind, wo es Büchermaterial gibt, schaue ich mir meistens erstmal an, was ist dazu bisher publiziert worden. Das hilft meistens schon mal immens. Also eine Entscheidung einfach nur aus einem Bauchgefühl herauszutreffen, geht meistens in genau zwei Richtungen. Entweder hat man es wunderbar richtig gemacht oder voll ins Klo gegriffen. man sollte meiner Ansicht nach schon auf vorhandenes Datenmaterial auch zurückgreifen. Am Ende muss man aber bei der Entscheidung immer eins auch nachher in den Mittelpunkt stellen. Passt eine Sache, die ich hier entscheide, zu meiner Marke und zu meiner Unternehmung? Also ich finde es immer toll, wenn ich irgendwo Organisationen sehe, die ultra konservativ sind und von heute auf morgen gibt es dann Social Media Manager und man sieht auf Social Media, wie Leute auftreten, wie 15-Jährige, die zu viel Cola getrunken haben. Dann auf Kommando, ja. Das funktioniert natürlich nicht. Ich muss halt immer schauen, dass es sowas wie eine Markenkonsistenz gibt. Wenn ich mich da inkonsistent verhalte, dann wird es genau zum Gegenteil führen von dem, was ich selbst erreichen möchte. Daher, meiner Ansicht nach sind die größten Fehler immer dann passiert, wenn man Entscheidungen nur aus dem Bauch heraus extrem schnell getroffen hat, ohne zu schauen, was das vorhandene Material einem denn auf jeden Fall schon mal bietet. Und dann kann man extrem Schaden verursachen, den man dann so schnell nicht mehr eingefangen bekommt. Daher Bauchgefühl, durchaus richtig, sollte auch mit dabei sein. Aber wenn ich wirklich Entscheidungen mit großer Tragweite treffe, wie damals mein Umzug nach London zum Beispiel, dann schaue ich mir vorher sehr genau an, was passiert da eigentlich. Wichtig allerdings auch bei einer Entscheidung ist,
Entscheidungen sollte man nicht so treffen, dass man sagt, ich würde jetzt gern XY tun und ich mache das, wenn die Zeit dafür gerade passt. Das wird nie eintreten. Also mein Beispiel, ich hatte mir halt vorgenommen, nach London zu ziehen, weil das für eine internationale Rednertätigkeit extrem wichtig ist, in einer internationalen Metropole zu leben, die englischsprachig ist. Ich wollte hier ohnehin immer leben. Und da habe ich mir halt mal eine Zeit lang gesagt, nach London ziehe ich um, wenn es zeitlich passt, also wenn ich ein bisschen Luft habe, wenn gerade nichts ansteht. Das wird nie passieren. Deswegen habe ich mir halt vor 3,5 Jahren einfach bei meinem Geburtstag gesagt, so, und in diesem Monat ziehst du jetzt um und 21 Tage später bin ich umgezogen und bin von Berlin nach London gezogen. Dieses typische, ich mache das, wenn ich Zeit habe, das kann man ungefähr mit einem vergleichen. Wir haben ja sehr gute Mentoren am Markt, wenige sehr gute, die halt Positionierungstrainings und Coachings anbieten im Bereich Personal Branding. Und ich spreche halt immer wieder mit Trainer, Speaker, Coaches. Wir verkaufen überhaupt nicht an Trainer, Speaker, Coaches, aus ganz gewissen Gründen auch. Und Leute sagen mir immer, ja, ich werde zusammenarbeiten mit Person XY, wenn es zeitlich passt oder wenn ich es mir leisten kann oder wenn es finanziell hinkommt. Und da weiß man jetzt schon, es wird nie hinkommen. Mhm. Wenn ich alle Dinge nur gemacht hätte, wenn es denn gerade mal passt, dann hätte es nie funktioniert. Man muss sich weit aus seiner Komfortzone rausbewegen. Also wenn ich überlege, meine ersten Qualifikationen für meine Selbstständigkeit, da habe ich meinen Jahresurlaub genommen und privat Fortbildung in meinem Urlaub gemacht, weil natürlich nicht die Aufgabe meines damaligen Arbeitgebers war, mich auf eine Selbstständigkeit vorzubereiten. Die einzige Reaktion meiner Kollegen war, dass man mich ausgelacht hat, wie ich so blöd sein kann, Urlaub zu nehmen, um mich selber zu qualifizieren und dann noch mein Privatgeld in die Runde werfe in 4- bis 5-stelligen Summen. Naja, heute lachen von denen relativ wenige, überraschend. So. Ja, genau. Der Punkt ist halt immer, Entscheidungen, Bauchgefühl ist ein Teil davon, Datenmaterial meiner Ansicht nach ist immer noch der wichtigere Teil und dann Zeitpunkt und da gibt es einfach ganz klar den Punkt, machen. Und dieses Machen heißt halt immer, wenn ich eine Sache mache, muss ich auf eine andere Sache verzichten. Und je weiter ich mich entwickeln muss, umso mehr muss ich auf gewisse Dinge eben auch mal verzichten. Ja. Thema Entscheidung birgt natürlich auch Fehler, die man machen kann. Wie ist so deine Fehlerkultur, so mit deinen Leuten? Also wichtig ist immer aus jedem Fehler, also eins hat ja jeder, glaube ich, nach einer gewissen Anzahl von Jahren irgendwann selbst mal festgestellt, man lernt aus Fehlern immer mehr als aus Dingen, die man richtig gemacht hat. Das ist immer ganz spannend, weil sie auch emotional mehr verankert werden. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, oh, sehen wir den Lerneffekt, wenn man irgendwo eine Investition tätigt und versenkt 100.000 Euro, sagt man nicht, oh, das war aber eine tolle Lerneinheit. Man ärgert sich erstmal, dass das Geld weg ist. Tatsache aber ist wirklich, wenn man einen Fehler macht, diesen Fehler zu analysieren, ist extrem wichtig und das wird meistens nicht gemacht. In jedem Projektmanagementkurs lernt man, dass Lessons learned nach jedem Projekt wichtig sind. In der Realität der freien Wirtschaft sagen die meisten Firmen, ja, würden wir gerne eine Woche haben wir keine Zeit zu. Ja, okay, also man hat keine Zeit zur Fehleranalyse, man hat aber genug Zeit, in jedem Projekt dieselben Fehler wiederzumachen. Glückwunsch zu solchen geistigen Ergüssen. Das heißt, die Analyse von Fehlern ist extrem wichtig. Ich verfalle aber nicht in dieses Motivations-Chaka-Chaka, wo gesagt wird, jeder Fehler ist das offene Tor, was dir Möglichkeiten bietet, um auf die nächste Stufe zu wachsen. Jeder Fehler ist erstmal ärgerlich und das ist erstmal der Hauptpunkt. Und da ist eben extrem wichtig, den Ärger so ein bisschen runterzuschlucken, dann erstmal zur Ruhe zu kommen und danach einfach nüchtern zu analysieren, wie kann man sowas in Zukunft verhindern. Ja, das möchte ich nochmal unterstreichen, dass du, was du gerade gesagt hast, das Thema Fehler ist halt gleichzeitig auch dein Lernprozess. Ne? Also wie oft sieht man das auch in Unternehmen, wo man sagt, okay, hier ist ein Fehler passiert, man stoppt das Projekt, ja, anstatt die Learnings daraus zu ziehen? Ja. Genau, also so gesehen auch hier eine Investition in die eigenen Leute. Ja, das muss man ja und dazu sehen. Kommt eben auch noch, das muss man eben auch sehen, man muss sich gerade im deutschsprachigen Raum schon über die Fehlerkultur, die wir haben, hinwegsetzen. Also mal so ein ganz simples Beispiel. Wenn Sie in den USA jemanden haben, der sich selbstständig macht mit einer Reinigungsfirma, steckt sein ganzes Geld rein, geht pleite, endet in Privatinsolvenz, kommt aus der wieder raus und macht die nächste Idee. Dann ziehen die Leute alle Hüte und sagen, Hut ab, hast daraus gelernt, du machst weiter, der Versuch ist es immer wert. Wenn in Deutschland ein Unternehmer eine Insolvenz hinlegt, ist es ein lebenslanges Stigmata, weil die Deutschen einfach extrem schadenfroh sind und eine extreme Neidkultur haben. Also das Schöne an den USA und auch Großbritannien ist, hier findet man Erfolg von anderen Leuten gut. Schaut es sich an und guckt an, was kann man daraus lernen. Das haben wir in Deutschland leider nicht. Die Deutschen sind extrem neidisch und das muss jeder sich auch einfach
ganz bewusst machen, sobald man in Deutschland erfolgreich ist, wird es eine Riesenmenge von Menschen geben, die einen dafür hassen. Das nennen die dann anders, die nennen es dann Kritik, ja, aber es ist nicht Kritik, es ist einfach nur ein Niederreden vom Erfolg von anderen. Es wird alles bezweifelt, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand so erfolgreich ist, das kann alles überhaupt nicht sein. Stefan Gößler hat mal ein schönes Zitat auf Facebook gebracht, wo er gesagt hat, der Ansatz der Mittelmäßigen ist, wer weniger als ich erreicht hat, ist faul und wer mehr erreicht hat, muss geschummelt haben. Und das ist ein sehr schönes Zitat von Stefan Gößler, was leider so im deutschsprachigen Raum auch stimmt. Also ich hatte ja das Glück, dass ich auf den großen Hauptbühnen des amerikanischen und britischen Rednerverbandes reden durfte, was als Deutscher jetzt nicht Standard ist, schon gar nicht als Nicht-Muttersprachler. Und während man von Internationalen dafür eher Anerkennung bekommen hat, habe ich wirklich von Deutschen bitterböse E-Mails bekommen, wie man das dann angeblich irgendwie sich zurechtgedeichselt hätte und so weiter und gar nicht verdient hätte. Mit solchen Leuten ist es auch wieder wichtig, mit solchen Leuten darf man sich nicht umgeben. Wachstum heißt auch, dass man sich von negativen Menschen in seinem Umfeld trennt. Und das heißt teilweise auch, dass langjährige Freundschaften dann beendet werden müssen, weil manche Leute einen ganz bewusst vom Erfolg fernhalten. Denn wer möchte sich denn bitte vor Augen führen lassen, dass man selber für die eigene Situation zuständig ist? Und genauso für den eigenen Erfolg, aber eben auch Misserfolg, das kommt bei vielen nicht gut an. Und deswegen werden die meisten immer versuchen, einen irgendwo in der Mittelmäßigkeit zu halten. Ja, ich glaube, das liegt auch begründet einfach in unserem Bildungssystem. Also da könnte man ja schon viel früher ansetzen. Ja, ja, wir haben einfach in Deutschland keine Fehlerkultur, die zulässt, dass man sagt, Fehler sind zwar ärgerlich und ich bin jetzt auch kein, also was auch mit mir nicht machbar ist, ist dieses ultra-amerikanische Motivationschakra. Jeder Fehler ist im Endeffekt toll und wir sollen doch froh sein, Fehler gemacht zu haben. Am liebsten würden wir alle fehlerfrei arbeiten, es geht nur nicht. Das heißt, man muss jetzt gucken, was ist der beste Ansatz? Und der beste Ansatz meiner Ansicht nach ist eben nicht aus Fehlern Stigmata zu machen und Leute lebenslang abzuurteilen, sondern zu sehen, was ist passiert, wie können wir es verhindern, was lernen wir daraus. Obgleich es ärgerlich ist, ist der Ansatz, den ich in Großbritannien und den USA sehe, immer noch besser als den Ansatz, den wir in Deutschland sehen. Ja, absolut. Nils, lass uns in unsere kleine Quick-Q&A-Session kommen. Da stelle ich dir einfach schnell hintereinander ein paar Fragen und du antwortest ganz spontan aus dem Bauch raus. Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren? Man hat, das ist relativ simpel, man hat versucht, allen Leuten alles recht zu machen. Positionierung als Marke heißt immer, dass man sich auch gegen gewisse Dinge positioniert. Also mal so ein ganz simples Beispiel, was gerade jetzt ein paar Wochen her ist. Es gab eine von diesen Münchner Motivations-Chakra-Veranstaltungen, wo ich ganz klar gesagt habe, Leute, die sich daran beteiligen, das mitbewerben, da mitmachen, sind meiner Ansicht nach eben im Qualitätsmarkt nicht zu verorten. Da gibt's einen Sturm der Entrüstung. Das ist aber eine Positionierung, die ich basierend auf wissenschaftlichen Daten und meiner Positionierung eben klar mache. Wenn Leute sagen, alle Leute mögen mich, oder Leute sagen, ich halte Vorträge und 100% fanden das toll, dann ist da nur eine Aussage hinter, die Leute haben keine Kernbotschaft und vor allem sind die Leute eins, nämlich feige. Die Leute schaffen es heute nicht mehr, eine Botschaft raus, die meisten Leute schaffen es heute nicht mehr, eine Botschaft zu vertreten, die auch andere Leute, das ist eben auch Positionierung, gegen sich aufbringt, das gehört dazu. Und jetzt kann man bitte mal in die Öffentlichkeit schauen, wie viele Leute kennen wir denn, die bekannt sind, wo 100% sagen, finde ich toll. Bei Politikern wohl kaum, bei Schauspielern schon gar nicht, bei Musikern, ich denke auch nicht, völlig egal wo. Es wird immer eine Gruppe geben, die sagen, finde ich toll, und eine andere Gruppe sagt, unmöglich. Und sich als Marke zu positionieren, heißt halt auch, den schmerzhaften Weg zu gehen, andere Menschen gegen sich aufzubringen. Gar nicht bewusst, oftmals unbewusst. Und das ist etwas, was man sich am Anfang nicht traut, was man aber ganz früh machen muss. Ja, it's real life. Ja, hallo? Das ist ja wie im echten Leben. Ja, genau. Alles anders geschönt und halt einfach nicht authentisch. Ja. Frage 2, schon etwas schwieriger. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür sie selbst als Marke bekannt sein, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Also heute sagt man Leadership, aber ich mag eigentlich nachhaltige Führung. Wir haben genug Anglizismen, da brauchen wir nicht noch einen. Aber Leadership ist ein Wort, von daher nehme ich jetzt das, weil im Deutschen müsste man halt nachhaltige Führung sagen, das sind zwei. Okay. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich glaube, von mir kann man lernen, wie man seine Organisation erstmal aufbaut, dass man nicht mehr als Einzelkämpfer irgendwo unterwegs ist und wie man es dann schafft, diese Organisation nachhaltig zu führen. Mhm. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
Der entscheidende Ratschlag war mit Sicherheit mal, und das war von meinem damaligen Chef in dem Job, wo ich als Angestellter gearbeitet habe, nach der Uni, der halt gesagt hat, dass wenn ich eine Karriere machen möchte, und das trifft auf Angestellte genauso zu wie auf Selbstständige, dann muss ich damit leben, dass manche Leute mich nicht mögen werden. Und dieser Ratschlag, dass man sich davon verabschiedet, dass alle einen mögen müssen, der war extrem wichtig, und ich glaube, der wichtigste Moment, um sich auch als Marke dann zu positionieren. Ja. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst nutzt? Das ist schwer zu sagen. Also ich habe es mittlerweile so weit, ich lebe ja im Hotel, wie einige wissen, und ich habe meine Firma so aufgebaut, dass ich mein Business von überall betreiben kann. Und das ist was ich jedem nur raten könnte. Da gibt es jetzt 1000 Ressourcen. Einige nutzen die Apple Cloud, wir nutzen Microsoft OneDrive. Also wichtig ist halt immer, ich würde heute jedem raten, baut euer Business so auf, dass ihr nicht abhängig seid von Dingen, die man euch final wegnehmen kann. Also wenn Leute halt sagen, sobald der und der Aktenordner an meinem Büro ins Wasser fällt, weiß ich nicht mehr, wie ich das machen soll mit meinem Geschäft, dann ist irgendwas falsch. Also sorgt dafür, völlig egal mit welchem Tool, sorgt dafür, dass ihr euer Geschäft von überall auf der Welt machen könnt, denn irgendwann wird im Leben ein Punkt kommen, wo ihr eventuell mal was machen wollt, wo ihr irgendwo hin wollt, wo ihr irgendwo leben wollt, wo ihr irgendwas machen wollt, und dann werden euch weltliche Dinge, die physisch existieren, genau davon abhalten, und das macht unglücklich. Mhm. Nimm mal dein Smartphone und sag uns mal, welche 3 Mobile Apps du auf deinem Startscreen sind, die du am liebsten oder oft nutzt. Facebook, Social Media, extrem wichtig. WhatsApp, Nachrichtendienst, und Salesforce, das ist unsere CRM-Software. Das sind die 3, die ich auch am häufigsten verwende. Cool. Thema Musik, was hörst du am liebsten? Was inspiriert dich? Was gibt dir neue Impulse? Ich mag klassische Musik, aber am meisten höre ich elektronische Musik. Das ist mit Sicherheit relativ speziell. Das ist auch nicht jedermanns Sache, was wahrscheinlich auch zu einer Markenpositionierung gehört. Ich gehe relativ oft in elektronische Musikclubs. Das muss man mögen, weiß ich auch. Da erhebe ich auch überhaupt nicht irgendwie den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Aber die besten Ideen für mein Business, die kommen mir meistens nicht hinter meinem Schreibtisch, sondern meistens, wenn ich irgendwo ausgehe. Ja, hast du da einen Künstler, dass wir das verlinken können? Schwer, könnte ich mich auf keinen festlegen. Okay. Gibt's einen Film, den du uns empfehlen kannst? Up in the Air mit George Clooney. Geil. Kannst du uns 3 Bücher empfehlen, die für dich einen großen Mehrwert hatten? Wie heißen diese Bücher und worum ging es in diesen Büchern? Ja, ganz klar. 3 Bücher. Das erste Buch ist von Heather Townsend. Das ist eine Britin. Heather Townsend hat das Buch geschrieben, The Go-To Expert. Also wie wird man der Experte, wo Leute hingehen, wäre wohl der deutsche Titel. Dass wenn Leute sagen, ich brauche was zum Thema grüne Äpfel, und dann denkt man sofort an den Namen. Also mal ein Beispiel, Richard Branson ist so ein Experte, wo einige sagen, Unternehmertum, denken ganz viele an Richard Branson. So. Und sie hat ein Buch geschrieben, wie man zu so einem Go-To-Expert wird. Und das, was in dem Buch steht, habe ich genauso gemacht, wie es da steht. Deswegen Heather Townsend, Go-To-Expert, Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 würde ich sagen, und da muss ich jetzt eine Doppelempfehlung geben, weil jetzt gibt es 2 verschiedene Ansätze. Von Andy Lopata, da heißt das Buch Recommended, also empfohlen, auf Englisch nur. Das ist ein Buch, wo es um Netzwerken geht. Wenn man jetzt ein bisschen praktischer orientiert ist und weniger die Strategie des Netzwerkens, sondern mehr das reine Doing, wie netzwerke ich überhaupt, dann sollte man von Will Kintisch Business Networking. Also diese beiden Bücher, es geht in beiden Büchern um das Netzwerken. Deswegen Buchtipp Nummer 2, Netzwerk. Und das dritte ist, man muss seine Sachen ja auch verkauft bekommen. Deswegen, gerade um in Kundenkontakt zu kommen, ist das Telefon meiner Ansicht nach immer noch Medium Nummer 1, weil man da mit der größten Effektivität und der größten Effizienz in Kontakt mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern treten kann. Deswegen auch hier eine Doppelbuchempfehlung. Tim Taxis hat 2 Bücher geschrieben. Das eine ist Heiß auf Kaltakquise. Das andere ist gerade neu, das heißt Preisverhandlung. Beide kaufen, beide lesen. Exzellenter Inhalt. Stark. Welche 3 Mentoren kannst du uns für die Come to Coach Academy empfehlen? Von wem sollten wir lernen? Stefan Heinrich im Bereich Vertrieb, der hat auch das Buch Vision Selling geschrieben, ist meiner Ansicht nach im Vertrieb ein echter Wissensträger. Frank Dunker, auch aus dem Bereich Vertrieb, ehemalige Großkonzernkarriere, macht sich selbstständig von Anfang an quasi ausgebucht, auch ein wirklich Beispiel, wie es geht. Vor allen Dingen beide Kollegen extrem unaufgeregt, überhaupt nicht laut am Markt, sondern extrem qualitätsorientiert. Deswegen die beiden als erstes und als drittes. Jetzt muss ich natürlich zwischen mehreren mal entscheiden. als drittes, wenn wir jetzt mal auf dem deutschsprachigen Markt bleiben, würde ich sagen, dass wir da Tim Taxis als Mentor auch mit reinbringen müssten, weil der es schafft,
mit auch hier unaufgeregt. Also nicht alles, was er in letzter Zeit gemacht hat, fand ich großartig, aber ich gehe jetzt wirklich mal auf die inhaltliche Schiene. Inhaltlich hat er was zu sagen, wie man seine Dienstleistung am Markt platziert, ohne aufdringlich zu sein, ohne Leute über den Tisch zu ziehen. Und solche Leute brauchen wir mehr, denn das Hauptproblem bei Selbstständigen ist, die meisten scheitern nicht daran, dass sie ihre Tätigkeit nicht können. Die meisten wissen schon, wenn sie sich selbstständig machen, was sie tun wollen. Nur man muss es eben auch verkauft bekommen. Und wenn man es nicht verkauft bekommt, kann man die beste Idee aller Zeiten haben. Sie wird keinen Euro reinbringen. Und deswegen würde ich jetzt mal so als allererstes empfehlen. Ja. Okay, cool. Bevor wir uns verabschieden, noch meine letzte Frage an dich. Kannst du uns noch deinen besten Tipp mit auf den Weg geben, wie man ein glückliches und erfolgreiches Leben führt und wie wir dich am besten erreichen können? Ja, also glückliches und erfolgreiches Leben. Liste machen von Dingen, die man immer mal machen wollte und gucken, warum kann ich sie nicht machen? Wenn ich die Gründe gefunden habe, warum ich sie nicht machen kann, relativ schnell daran arbeiten. Und relativ schnell heißt ab morgen daran arbeiten. Also hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, flexibel jetzt hier im Hotel zu leben, dahin zu reisen, wo ich gerne möchte, meine Firma trotzdem führen zu können, dann wäre ich mit Sicherheit deutlich unglücklicher. Deswegen selbst Glücksstudien belegen, dass selbst Selbstständige, die weniger Geld verdienen als vorher, sind immer noch glücklicher als Angestellte, die mehr Geld verdienen. Also von daher, das ist eine Sache, wo ich sagen würde, daran am besten sofort arbeiten. Man erreicht mich relativ simpel, www.nb-networks.com, alle Kontaktdaten sind da drauf. Nils Brabant findet man auf Xing, LinkedIn, Facebook, überall zu finden. Also von daher einfach antickern, ich bin dabei. Schön. Wir verlinken alles in den Podcast-Shownotes. Vielen Dank, Nils, für deine Zeit. Es war, also mehr Input konnte man in die Zeit einfach nicht reinkriegen. Und bis bald. Jawohl, bis bald. Dankeschön. Nur das Beste. Ciao.